Tja, jetzt stellt sich die Frage, bin ich Duschgel-süchtig oder nicht? Ich würde sagen, ja. Hallo, willkommen zurück. Leute, ich habe ein Problem. Ich habe schon Monate überlegt, ob ich dieses Video machen soll. Ich mache es jetzt einfach. Ich offenbare mich wieder euch ein Stück. Und zwar habe ich vor Monaten mal ein Video hochgeladen, das lautete, geht mit mir duschen oder geh mit mir duschen, wo ich so ein bisschen Duschgels vorgestellt habe und dazu gelabert habe, was mir so gut gefällt. Und es riecht gut nach Buttermilch. Und es ist so ein Duft, den habe ich niemals satt. Es riecht für mich sexy, es riecht für mich ein bisschen rauchig und wie ein Parfum schon. Also, wenn es ein Parfum gäbe, wo es so riecht, dann würde ich mir das glatt holen. Und Holen. vielleicht, als aufmerksamer Zuschauer, ist es dem einen oder anderen vielleicht aufgefallen, dass ich irgendwie so ein bisschen euphorisch für dieses Ding bin, für diesen Duft bin. Generell. Also, ich habe da so ein kleines Problem. Es ist mittlerweile schon viel, viel, viel besser geworden. Und zwar bin ich so ein Typ, wenn ich in den DM, Müller, Rossmann, sonst irgendwo hingehe, in irgendeine Drogerie, dann schnüffel ich mich durch die ganze Flaschenreihe. Also, und es war immer so, dass ich natürlich fündig geworden bin. Erstens, wenn LE Limited Edition dran steht oder es so Saisonware ist, speziell zu Frühling, zu Sommer, zu Herbst, Winteredition, dann bin ich immer total ausgerastet und es war so ein richtiger Zwang, mir dieses Duschgel kaufen zu müssen. Wahrscheinlich denke ich, weil ich mich ja gerne immer selbst analysiere, dass es daher gekommen ist, weil ich mir dachte, Düfte sind cool, du möchtest gut riechen, du liebst es, zu schnüffeln, an guten Düften zu riechen und Parfum ist einfach teuer. Und wenn du dir jetzt dieses Duschgel holst, dann ist es günstig, dann kannst du diesen Duftgenuss für 1 Euro oder für 2 Euro haben. Ja, so ist meine Duschgelsucht wahrscheinlich entstanden. Dann habe ich noch diesen Drang bei Limited Edition. Was ist, wenn ich das jetzt nicht kaufe? Dann ist es vielleicht in 1, 2, 3, 4, 5, 6 Wochen ausverkauft und es gibt es dann nie wieder. Und deswegen muss ich diese Limited Edition kaufen, damit ich sie habe. Damit ich etwas gekauft habe, was es danach nicht mehr gibt. Und dann noch diesen Drang, dass ich halt immer zu bestimmten Jahreszeiten mein Zeug aussortiere, weil ich ja nicht im Frühling oder im Sommer nach Zimt riechen kann. Und weil ich da immer nach Blumen duften will und weil ich im Winter immer dann nur nach Zimt und Vanille riechen will und im Sommer immer nach Kokos riechen muss und so weiter und so weiter. Wenn es ist irgendwie voll schlimm. Ich habe irgendwann habe ich mir gedacht, mein Badezimmer sieht aus. Es gibt ja nicht nur Duschgel, es gibt ja noch Shampoo und Conditioner. Also die Phase hatte ich auch. Es war alles voll mit Flaschen. Und es hat jetzt schon gut nachgelassen, aber ich habe mir geschworen, dass ich jetzt diesen Kosmetikmord mache, den Duschgelmord und alles aufbrauchen will. Ich komme so auf 23 Flaschen und habe eigentlich voll gut geschätzt. Fazit. Ich bin zwar positiv überrascht, dass es, wie ich gedacht habe, nur 20 Flaschen sind und nicht mehr. Trotzdem finde ich 20 Flaschen immer noch zu viel und mein Wunsch ist es, irgendwann nur noch 4 Flaschen zu haben. Weil ich finde, 4 Flaschen Duschgel ist für mein Empfinden im Moment legitim. Wenn ich früher gedacht habe, okay, so 10, 12 Flaschen ist okay, bin ich halt jetzt einfach nur noch der Meinung, ich will, das ist irgendwie wie ein Ballast für mich. Für was? Es sammelt sich in den Schränken an und dann benutze ich es ein paar Wochen lang. Oder ich kaufe es, wie gesagt, und es steht schon mal ein Jahr rum, bevor die Flasche überhaupt zum ersten Mal geöffnet wird. Ist doch eigentlich völliger Quatsch. Ich finde es befreiend, wenn Leute sagen, sie benutzen, sie haben nur so ein, zwei Flaschen daheim und sind glücklich damit. Das finde ich irgendwie voll befreiend, weil ich einfach diesen Zwang immer noch habe. Und ich habe mir jetzt vorgenommen, Moment, eine Flasche habe ich noch vergessen. Ich bin hier, ich hab nicht alle Flaschen gezeigt. So zwei Dinger da, das ist jetzt so für auf Reisen oder wenn man im Schwimmbad ist, ist jetzt nicht so wichtig. Aber ich habe mir zum Beispiel diese Terranaturi-Flasche geholt.
heißt es Terra Naturi oder Naturi, keine Ahnung, mit einem Einhorn drauf, natürlich wieder, weil es ist ein Einhorn drauf. Und da steht Traummomente. Ich meine, ich bin Grafikerin, aber trotzdem lasse ich mich immer von den Verpackungen sowas von triggern. Egal, ob das jetzt Duschgel ist oder ein Tee. Bei dem habe ich mir gesagt, ich benutze es erst, wenn ich anderes dafür aufgebraucht habe. Weil sonst passiert es irgendwann und ich muss das Zeug wegwerfen. Musste ich sogar auch schon mal. Weil es so lange bei mir rumsteht, dass es kaputt geht. Und das ist einfach scheiße. Und deswegen kaufe ich jetzt einfach nichts mehr nach. Zumindest, dass sich dieser Berg nicht mehr vergrößern kann. Sondern brauche es auf. Und wenn ich wirklich irgendwo im Laden stehe und ich denke, ich kann nicht anders, das ist ein Limited, ich muss es unbedingt kaufen, ich will es unbedingt kaufen, dann gönne ich mir das auch. Aber ich sage mir dann, du machst jetzt erst eine andere Flasche dafür leer und öffnest dann die neue. So, was mich jetzt wirklich, wirklich interessieren würde. Wie viel Shampoo hast du zu Hause? Findest du das jetzt übertrieben viel, was ich habe, oder findest du das noch völlig okay? Bitte schreib mir mal deine Meinung dazu in den Kommentar. Oder schreibt mir eure Meinung in die Kommentare. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!